Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Schoki Banoki on the road. Heute sind wir wieder mal unterwegs und machen hier ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich bin hier gerade aus dem Stau rausgefahren. Das ist immer ein bisschen eng. Wir machen heute eine Sendung, worum geht's eigentlich? Eine Vorankündigung ist das wieder, ne? Das ist der Pujan. Und weiter geht's. Was haben wir denn für ein Thema? Kuriose Gesetze oder was? Kuriose Gesetze aus den Vereinigten USA. Ja, Emirate wollte ich zuerst sagen, aber da hast du ja ruckzuck die Turban-Taliban am Hals. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ja. Also aus den USA, wobei die steht denen ja auch. Egal, wir wollen nicht politisch werden. Nein, wo ganz die Afrika. So, in Michigan kann einem eine Gefängnisstrafe drohen, wenn man ein Stinktier in der Schreibtischschublade seines Chefs platziert. Ja, ja. Vor allem, wenn das so im Gesetz drin steht. Ja, ja, ja. Muss es ja schon mal passiert sein. Davon ist auszugehen. Ja. Also, die Frage ist, was ist bei einer Kobra? Wenn es vorher noch nicht stattgefunden hat. Also, Kobra ist kein Problem. Die sagen ja nicht allgemein Tier. Die sagen Stinktier. Ja, das stimmt. Und eine Kobra stinkt nicht. Okay. Also sei denn, die ist echt sehr lange schon tot. Und wenn du eine Kobra durch ein Stinktier gezogen hast und dann dahin legst, haben wir dann einen Präzedenzfall? Da haben wir einen Präzedenzfall, Da haben wir einen Präsentationsfall. Ja. Also Kobra geht, aber Stinktier darf man nicht. In die Schublade des Chefs. Was wäre, wenn man einfach... Was wäre denn, wenn es der stellvertretende Chef wäre? Ach so, ja. Du es da? Das ist eine berechtigte Frage. Oder einfach nur ein Kollege. Oder wenn du sagst, das ist nicht mein Chef, weil der ist von einer anderen Abteilung. Oder ist vielleicht die eigene Schublade. Und du magst das. Immer und du bist der Chef. Du bist der Chef. Und du willst deine Mitarbeiter immer so ärgern, machst dann ab und zu mal so die Schublade so auf und machst wieder zu. Und alle so, Alter, was ist denn hier los? Und bevor du die Schublade so aufmachst, hebst du den Hintern so auf der einen Seite, dann machst du die Schublade so auf, dann machst du wieder zu. Oh, Mann. Schilopschichi von gestern. Das ist Mitarbeitermotivation. Ja, das ist auf jeden Fall. Weil dann rennen sie ja durch die Gegend und wollen dann irgendwo anders irgendwelche Tätigkeiten ausüben. Und dann sind sie mal auf Achse. Ich glaube, wir driften gerade voll ab. Meinst du? Ja, also ich wünsche es mir. Ja. Cool. Nächstes, Los Angeles. Das ist da Malibu. Was heißt Los Angeles? Stadt der Engel? Stadt der Engel, ja. Der Engel? Stadt der Engel in Kalifornien. Ja, na klar. Da ist es verboten, an Kröten zu lecken. Also auch per Gesetz ist natürlich klar. Also verboten, an Kröten zu lecken? Ja. Sind das die hässlichen Weiber oder ist es... Bist du schon mal als hässliches Weib genannt, bezeichnet worden? Ich? Nee, wir wissen ja, also ich habe eine Vermutung, woher das kommt. Ich sage immer, wenn ich auf der Straße bin, guck mal, oh, das ist ja eine Kröte. Aber den darfst du nicht lecken. Einmalig. Wo ist der Autounfall, wenn man ihn sich wünscht? Ja, genau. Du hast eine Theorie. Genau. Manche Kröten haben ja ein Sekret, das Halluzinationen hervorruft. Das so. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige Jugendliche, die so ein bisschen abgedreht sind... Ja, die kein Geld für Klebstoff haben. Die kein Geld für Klebstoff haben, das Surfbrett so oft auf den Kopf bekommen haben, dass sie sich gedacht haben, oh, das machen wir mit jeder Kröte. Da haben sie an der Kröte geleckt. Ja. Und was ist passiert? Die Kröte hat sie angezeigt wegen sexueller Belästigung. Ja, genau. Ja, man kann ja die Kröte auch so lecken, dass sie Spaß macht. Wobei Los Angeles, Kalifornien, ist ja auch der Punkt, wo unheimlich viel mit Pornoindustrie und so weiter ist, ne? Und das meinst du mit Kröten? Wäre das irgendwie. Also kann die Kröte sich ja eigentlich gar nicht beschweren, weil. Nö. Warum zieht sie nach LA, wenn sie was gegen Lecken hat? Also wenn du da hingehst, dann musst du ja mit rechnen, dass du in die Pornoindustrie einsteigst. Genau, dann kriegst du schön die Kröte geleckt. Ja. Das war wieder on the road! Ja, das war's. Mit ganz zwei wichtigen Gesetzen. Genau. Ich bin froh, dass wir das jetzt abgeschlossen haben. Ich nicht. In dem Film ist ja immer so, dann explodiert das Auto so. Piu. So, das schneiden wir aber später rein. Ja, stimmt. Genau, so machen wir es. So. Cheerio, Sophie. Tschüss.